herzliches Hallo und Willkommen zurück beim Let's Play von 7 Days to Die. Die Butler sind weiterhin unterwegs. Lexa, grüß dich. Moin. Der Oberbutler. Moin moin. Und Dieter, Anu. Hi. Ja, wir haben hier ein bisschen den Berg weggeschaufelt im Offscreen. Der Xar kam auf die glorreiche Idee, man könnte das ja auch einfach untergraben, ja. Und dann kracht der Rest da quasi zusammen. Geht natürlich deutlich schneller. Bisschen. Ja. Bin mal gespannt, wie viele wieder ihre Handys und Monitore angeschrieben haben in der Folge zuvor. Oh, der ein oder andere sicher. Der ein oder andere bestimmt. Also ein dickes Sorry an alle Monitore und Handys. Ach, die Handy und Monitore sollten das auch mittlerweile gewohnt sein. Ja, hat schon. Hat sich die Fraktion noch nicht bei dir gemeldet? Nee, es stimmt. Also die Handyschützer und so, die haben sich noch nicht gemeldet. Also ich glaube, die Handys, die nach unseren Let's Plays und so weiter psychologische Hilfe aufsuchen, ja, beim Handytherapeuten ihrer Wahl, die sind sprunghaft in die Höhe geschnellt, diese Zahlen. Ja. Muss ich mir jetzt um euch Gedanken machen? Wir machen auch eine Kooperation mit den Handytherapeuten. Ja, aber nicht also mit allen, gell? Ich krieg da Anteile. Ach, so läuft das. YouTube Money und so. Ja, geniert. Wo bin ich nur gelandet? Weißt du genau. Ich. Das hier mit dem Butteln, mit dem Zumachen, nett. Macht doch euren Scheiß selbst hier. So. Du hast doch völlig mit, Bruder. Ja, ich mache ja schon die ganze Zeit. Wenn das so weitergeht, brauche ich den nächsten Therapeuten mit euch hier. Also das ist ja nicht zu glauben. Im nächsten. Ich nehme eh keiner mehr. Gut, dann sei. Der Zug ist abgefahren, ne? Ja. Austherapiert. Nicht therapierbar. Genau. Hier das Loch kriege ich nicht zu. Komm gleich. Wird so uneben. Notfalls einfach einen Frame draufsetzen. Das ist einfach so. Es ist ihm wieder nicht symmetrisch genug. Es ist nicht, nee, wir haben es schon so weit zu. Das ist dann halt so ein kleiner Wall. So. Aber es ist da vorne? Ja, halt so ein Wall. Geht ganz leicht, schau her. Du nimmst da einfach Frames. Nimmst das wieder auf und schon ist gerade. Achso, Frames ebnen ein, okay. Ja. Mach ich immer so. Das sind die allgemein bekannten Planier-Frames. Kennst du die etwa nicht? Nie gehört. Also wenn ich die baue, geht das immer. Nee. Planierframes. Die sind auch immer so furchtbar schwer. Oh. Wenn uns die Rampe einbricht, haben wir dann Frame-Einbrüche? Ja. Oh. Okay. Wie war das mit der Therapie? Auch bei dir ist das zu spät. Außerdem, warum sollte uns die Rampe einbrechen? Ich bin doch dort schon längst fertig. Ja, das kriegen wir noch hin. Irgendwie kriegen wir. Lass mich mal machen. Du weißt, dass diese Rampe massiv ist, ja? Ja, also. Ne? Ich hab doch schon an Kojas und so weiter gedacht. Dann hättest du ein Geländer drauf. Dann müsste sie. Das hatte ich ja, aber du wolltest, dass ich es wieder weg tue. Ziemlich plüschig und weich sein. Was? Ah, die Spikes unten müssen flüchig und weich sein. Ja, die auch. Plüsch-Spikies, noch was Neues für den Merchandising-Shop. Aber auch du dein Plüsch-Spike für dein Sofa. Genau. Das plüschgebrochene Bein. Oh mein Gott. Wird das noch schlimmer, oder? Ja, natürlich. So, ist ja gut. Ich meine, wir buddeln hier draußen bei Nacht. Ja, jederzeit könnten die Zombie-Horden über uns herfallen. Dann kriegen sie halt eine Schaukel ins Gesicht. Ja, also. Sowas kriegt der Herr Nobis nicht mit, der ist doch lieber im Haus. Ja, der macht ja lieber Mimimi und baut Lego-Band oder so. Keine Ahnung, was er gerade macht. Was machst du denn? Erzähl mir was. Was ich mache? Euch zugucken? Ich hab mir ein Sofa hingestellt, habe ich eben gefunden. Hab mich da drauf gesetzt, hab die Beine hochgelegt auf den Tisch und erfreue mich des Lebens am Kaminfeuer. Wieso? Ich glaube, wir müssen mal eben ins Haus reingehen. Ich glaube, wir müssen mal eben PvP anmachen. Wir mal eben PvP anmachen. Was haben die denn? Dann können wir den guten Herrn mit Sam seinen Sofa in den Kamin schieben. Das
Klingt nach einem Plan. Ja, wäre ich auch dabei. Ja, 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 ja. Verstehe gar nicht, was ihr jetzt schon wieder habt. Na komm, erzähl uns schon. Was tun Sie? Munition im großen Stil herstellen, dann Klebeband herstellen im großen Stil. Jetzt stelle ich noch ein paar Forges auf, damit eine gewisse Frau Danu auch noch ein bisschen mehr Zement bekommt. Und dann werde ich Steine kloppen. Wir haben doch noch 60 Duct Tape. Ja, ab 61 Duct Tape sind es noch. Ja, aber wir werden die auch reichlich verbrauchen. Wofür eigentlich? Repair Kits, da brauche ich Duct Tape für. Und wenn wir sonst noch irgendwas bauen, da brauchen wir auch Duct Tape. Hast du noch nicht mitgekriegt, dass deine Waffen mit Klebeband repariert sind? Nee, aber das erklärt, warum die so leicht wieder auseinanderfallen. WD-40 und Duct Tape. Das repariert alles. Das Allheilmittel für jedes Problem. So. Wofür braucht man sonst was für Werkzeuge in der Werkstatt? Nein. WD-40 und Duct Tape. Ja, ja. So, jetzt haben wir den Berg aber gleich weg hier. Nein, Wood habe ich nicht. Ja, aber wir haben nachher noch einen anderen Berg, oder? Ja, aber jetzt wissen wir ja, wie es geht. Oh. Lochbus geht dann ganz schnell. Wir gehen da jetzt auch zu dritt an den anderen. Dann ist der auch weg. Gut, meine Schaufel ist mir gleich kaputt. Ja, das stimmt, die müsste jeden Moment Flong machen bei mir auch. Ja, meine auch. Hab mir eben auch schon eine neue geholt. Ach, du reparierst die nicht, ja? Nö, das lohnt sich nicht. Nicht ein bisschen Duct Tape. Ich mach gleich neue. Ich hab keine Erfahrung dabei. Wobei, Erfahrung braucht er ja gar nicht mehr. Müsste ich mittlerweile fast oben sein, glaube ich. Schau mal eben. Duct Tape. Das haben wir schon vor ein paar Folgen festgestellt, dass du das kannst, Koja. Wir wollten auf die nächst schwierigere Stufe gehen. Was? Was kann? Was singen? Du das war Duct Tape. Ja nicht, das ist ja kein Gesang gewesen, das war ja... Ja, aber du musst doch üben. Ach so. Oh, Schaufel kaputt. Naja, ein paar Pünktchen fehlen noch, auch wenn knapp dran. Damit weiß keiner die Erde, sagst du mal. Ich bin wahrscheinlich voll. Nee. Da. Nö, bin ich nicht. Ich sag nur ein. Ich brauche eine Schaufel. So, die da runterflumpst die Erde oder was? Die sammle ich nicht ein. Weißt du, wie viele tausend Erde wir haben? Nö. Aber wir haben auch einen riesen Lochfunkser. Weiß gar nicht, was du meinst. Aha. Weiß ich auch nicht. Da fällt mir gerade auf. Die kaputte Schaufel einfach wegwerfen, ja? Nein, scrappen. Davon könnten wir noch was gebrauchen. Doch Metall. Achso. 588er, keine 600er Schaufel, das ist ja wohl nicht zu glauben. Wie gesagt. Achso, du nimmst also die stärkste und gibst uns die schwächere. So, so. Oh, Pünktchen fehlen mir noch. Das ist eine Frechheit. So ein, weißt du, so ein Schund wieder hier, weißt du, bin ich China-Ware. Ja, ja. Er hat wahrscheinlich die 600er im Inventar. Ne, ich habe auch nur 588. Super, ich habe 587, jetzt seid alle doof, so. Aber du Low-Bob. Ja, echt wahr. Wer zu spät in der Kiste krabbelt? Mir gibt's so einen Schrott. Juhu, zum nächsten Berg, yay! Noch nicht ganz. Was? Wie, noch nicht? Ja, hört's noch ein bisschen. Das hier doch gerade... Da müssen wir ja zu dritt dran rum an so einem Maulwurf. Natürlich, umso schneller sind wir fertig. Da. Legen wir da noch was rein. Ich höre übrigens Zombies. Yay! Wo? Komm, lass uns schießen, ballern, töten. Zombie? Ja. Nee, war nix. Ich höre nur ein Wolfsgeheul irgendwo ganz weit im Hintergrund. Also. Auf welche Level macht man da? Auf das da oder wie? Dasselbe. Wie hier. Ach, das ja, geht doch. Das ja, so, das Niveau hier ist doch super. Oder? Hier so. Er hat Niveau gesagt. Na ja, dann fangen wir an, oder? Oh. Warte mal, wo müssen wir da hin? Das sind ungefähr... Warte mal. Hier das. Ja, du bist zu hoch. Ja, Xa ist zu hoch. Hier das Niveau ist es ungefähr. Ach so, lief. Okay. Ja, Gott, ich meine, wenn es oben drüber einkracht. Die Frage, wann es das tut. Wenn da oben drüber ordentlich Menge ist, dann wird es auch länger brauchen, bis es runterkracht, oder? Nö, das sollte in etwa so runterfallen wie vorher auch schon. Ja, okay. Also, das ist egal, ob da jetzt mehr oder weniger drüber ist. Mach mal weg, ja.
Berg muss weg. Der Berg muss weg. Soll das nicht runterliegen, wenn der Berg einstürzt? Das könnte ziemlich aua tun. Das könnte in dem Fall wirklich dann schmerzen. Ja, wer wem gehört den Berg denn über mich zum diese dusselige Pflanze hier? Welche Pflanze? Dusselige Pflanze? Was für eine dusselige Pflanze? Die neben deinem Kisten steht, wo du deine Klamotten drin machst. Ja, dann rat mal, wem diese dusselige Pflanze gehört. Dir wahrscheinlich. Ja, dann lass die dusselige Pflanze in Ruhe. Wir brauchen noch was Pflanze Grünes. In Ruhe, ansonsten mach ich dich zur dusseligen Pflanze und topf dich ein oder so. Keine Ahnung. So. Die Pflanze wird jetzt ersetzt. So. Ersetzt. Zack. Ich weiß nicht, unter meinem Video stehen die ganze Zeit Kommentare hier, wir müssen dekorieren, macht das Haus mal schöner, kümmert euch mal darum und dann mache ich mal was. Und dann kommt er daher und baut was anderes hin. So geht das nicht, Anubis. So geht das nicht. Ich hab sie mal umgetopft. Mhm. Warum kracht hier nichts ein? Das ist ja gleich. Oh, da ist ein Nest frei kaputt gegangen. Oh mein Gott. Oh, armes Nest. Oh. Da ist dann sicher ein Vogel rausgefallen. Hätte noch so oben nachflattern müssen. Ja. Hebt mit dem Krall ins Nest fest. Und meckert dann noch ganz tierisch. Fluchend. Natürlich. Droht mit der Faust. Oh Mann. Nein. Ach, jetzt kommt es runter. Das ist cool, das macht Spaß. Oh. Da wird sich wieder der Fackelfaund beschweren. Ja, es sind wieder unschuldige Fackeln zu Tode gekommen. Egal, wir haben noch genug in der Kiste, glaube ich. Ja. So, 50 oder so sind ja noch da. Ja, aber wenn man das jetzt tun kann, ja, dann könnte man den anderen Plan da unten auch umsetzen, nämlich das Metall da unten oder den Stein gegen Erde ersetzen. Eins nach dem anderen. Immer eins nach dem anderen. Nicht so schnell. Na gut. Komm nicht mit. Okay. Oh mein Gott. Schnell plötzlich so ein Berg weg ist, wenn man das über sich einstürzen lässt. Ja. Vor allem hast du gleich die voll schöne Aussicht. Und es macht dann auch noch auf einmal Spaß. Das Graben? Nee, das Graben vielleicht nicht, aber dieser Moment des Einsturzes, der ist doch sehr cool. Gerade hier bei der Menge. Ja, dann bring das da mal zum Einstürzen so. Okay. Noch mehr, viel mehr Spaß macht das mit einer schönen Stange TNT. Ruckel. Für sämtliche FPS-Einbrüche ist jetzt Kuya verantwortlich. Sehr geil. Also ich habe gerade ganze 4 FPS. Ey. Echt? Ey, ich habe 25. Ich habe auch 23, habe ich. Jetzt geht's wieder ein bisschen höher. 50, 51. Ja gut, du bist weit genug weg. Killst eh nicht. Du machst ja hier beim Spaß nicht mit. Oh, ich brauche was zu essen gleich mal. 4% nur noch. Der feine Herr Koja will ja auch was zum Ballern haben. Ich hab im Inventar 226 Shotgun-Schuss, also an mir liegt's nicht. Ich glaube eher so Magnum und Hunting Rifle und was ihr halt so an Waffen habt. Übrigens, Anubis, baust du eigentlich die Shotgun-Shells oder die, hier ist nicht, dass er mir minderwertige Munition gegeben hat. Doch, es bitte nicht. Es gibt die, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt. Zumindest Shotgun Slug. Genau, und die macht mehr Schaden. Ich krieg nur die Shells wieder. Wollt ihr lieber die Slugs haben, dann muss ich noch mal nachproduzieren. Was ja grundsätzlich kein Problem ist. Was heißt ihr wollt ihr? Ich will das Beste haben, Anubis. Ich will das Beste haben. Du speist mich schon ab mit einer popligen 483er Shotgun. Das müsste schon längst 500 und schieß mich sein. Ja? 500 und schieß mich. Oh. Und der Herr Nachbar kommt ja nicht zu Potte. Achtung! Aua! Bergfeld! Danu? Was tust du da? Warum stehst du unter dem Berg? Warum liegt ja auf einmal ein Rucksack da? Weil ich ja keinen Hunger mehr habe jetzt, so. Hey, wir haben einen Schatz gefunden! Dein Rucksack ist runter. Ernsthaft? Einen Schatz gefunden?
Nein, aber ich meinte den Rucksack. Er hat wahrscheinlich meinen Rucksack gefunden. Naja, ich war wieder zu dumm, um den Witz zu kapieren. Oh, und so viel toller Loot ist da drin. Dein Rucksack die ist Erde. Runtergerutscht zu den Spikes, ne? Ja, ja. Kriegst du was zu essen mit? Nein. Oh, mir läuft ein schwarzer Schatten an mir vorbei. Ich kurz zurück. Ein schwarzer Schatten huscht an mir vorbei. Du kriegst was mit, Nano, oder? Nee, nein, du nicht. Ich war schon unterwegs. Jo. Es huscht ein schwarzer Schatten an mir vorbei. Aber er ist toll animiert. Was der schwarze Schatten? Ja. Oh mein Herz, ein Knall. So. Anziehen. Oh, du musst wirklich bald mal wieder was kochen. Das ist nicht mehr viel. Ich weiß. Ja, aber Fleisch ist ja so ein bisschen da. Ja, ja. Gebe ich dann den Auftrag und dann ist der... Über 80 Fleisch. Dana. Und dann haben wir noch 495 Maiskolben. So. Was machst du eigentlich damit? Gibt es da auch ein schönes Rezept zu? Oder? Nee, den Maiskolben brauche ich auch für ein Stew, glaube ich. Oder für das Vegetarische, das kann auch sein. Weiß ich jetzt nicht auswendig. Ah, okay. Aber ich glaube, den brauche ich für ein Stew. Dass keine Zombies kommen hier. Wir haben Nacht, wir machen Kram. Warum kramen wir nicht runter bis zu den Spikes? Blöde Frage. Naja, weil ja, dann müssten wir ein bisschen viel weggraben, weil das ganze Gebiet drumherum ist ja deutlich höher. Eben. Dann hast du ein Loch mehr oder weniger, weil du müsstest ja dann die halbe Karte weggraben sonst. Und wieder hebt keiner die Erde auf die Erde. Das ist ja fürchter. Du wolltest du doch auffangen. Ja, ich renne ja schon wieder und sammel sein. Du hast doch aufgefangen eben. Standst da, hast nach oben geguckt und die Arme ausgebreitet und gesagt, hier! Nur kurz allerdings. Da ist der Koja, gell? Ja. Ah, ja, schieß schon. Brauche ich nicht. Nee, ich hab grad keine Waffe drin an. So, du wirst geschaufelt. Geschaufelt. Mal kräftig auf die Schippe nehmen. Oh, genau. Mann. Diese Wortwitze werden immer schlimmer, als ich boah. Notiz an mich selber, mit meinem Therapeuten über meine Bekannten reden. Ja, wenn du dann den Namen Koya Danu klar erwähnst, dann rennt er einfach nur schreiend raus. Und macht eine Notiz an sich selber, mit meinem Therapeuten über meine Patienten reden. So. Das wäre durchaus möglich. Ich bin ja immer der Meinung, dass alle Psychotherapeuten eigentlich selbst ihre besten Kunden sind. Die so, ich gehe jetzt mal nach hinten vor. Ja, gute Idee. Im erweiterten Warum Bekanntenkreis. Wusste ich das? Im erweiterten Bekanntenkreis gibt es den einen oder anderen, der Psychologie studiert hat. Und jedes Mal habe ich gedacht, die brauchen brauchen Selbsthilfe. Hm? Irgendwie. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, um Psychologie zu studieren. Um sich reinversetzen zu können. Weißt du schon, dass du vielleicht den ein oder anderen Zuschauer hast, der das auch gemacht hat? Ja, ja. Super. Das mag ja sein. Da bin ich mal gespannt. Oh, oh. Koja liebt das Risiko, wie wir gerade feststellen. Ich meine, ich habe ja nur von dem berichtet, was bei mir im Umkreis so an Leuten ist. Das ist ja... aber... Vielleicht ist ja die Wahrnehmung von den paar, die vernünftig sind, auch so, dass sich da sehr viele Freaks im Studium rumtreiben. Ich weiß es ja nicht. Oh, ein Berg. Schau mal, der will auch mal vorbeischauen. Und plump. Jetzt habe ich aber auch gerade wenig Frames. Wenig Frames? Ja, Frame-Einbrüche. Dann solltest du wohl mehr Frames pro Sekunde bauen. Also wenn ich jetzt hier ein paar Frames hinsetze, habe ich deutlich bessere Performance, ja. Genau. Bestimmt. Oh, da liegt schon wieder Erde rum, heißt nichts können in diesem Monster. Fürchterlich. Erde tut weh. Siehst du übrigens, dass wir schon die ganze Nacht draußen waren und keinen einzigen Zombie gesehen haben? Nee, nicht. Ja, meistens... Die sind schon wieder zu Bett gegangen, die Zombies mittlerweile. Vor den großen Wellen kommt meistens nichts davor. Dass du noch einfach so ein bisschen Verschnaufspause hast. Jo, denke ich mal. Also zumindest war es bei mir im Singleplayer immer so, dass in der Nacht davor eigentlich nichts oder ganz wenig los war. Überaus fair, die Zombies doch sind, oder? Muss man den ja auch mal lassen. Ja. Aber wir wollten doch gar keine Ruhe. Wenn die ja nicht wissen. Wir sind ja schon extra draußen, damit wir Action haben. Und machen Krach. Bischi. Und töten uns schon selbst. Gegenseitig. Wir haben den Berg über Meer stürzen lassen.
Oh ja. Ja, war mal klar. Weiß ich gar nicht mehr. Kann sein, ich, keine Ahnung, hab da jetzt nicht so drauf geachtet. Der Berg ist schuld. Berg ist schuld, genau. Der Berg, ruh. Das war alles. Und Vorsicht, da oben steht noch ein Kackstift. Oh ja. Machen wir mit dem. Den lassen wir dann auf einem Kackstift Erde. Auf einem Kackstift Erde stehen, oder? Ja, aber dann haut halt ein Zombie einmal gegen und das ganze Ding fällt trotzdem um. Ist das so? Haut ein Zombie gegen Erde? Ja, ja, also. Das Interessante ist da ist schon. Beziehungsweise, wenn es ihm ein bisschen im Weg steht, dann kloppen ja die da schon gern mal ein bisschen gern rum. Wie unpraktisch. Sonst könntest du dich einfach mit Erde einbuddeln. Na, dann müsste man halt den Kackstift nach unten so ein bisschen erweitern. Ja, probier's mal. Viel Spaß, ja. Hab ich den letzten kaputt gemacht. Bau zuerst die Lampe oben ab, ist nur so ein Tipp. Ich möchte hiermit darauf hinweisen, dass ich unsere gesamten Schwarzpulverbestände gerade in Munition umgewandelt habe. Oder noch dabei bin, besser gut. Also 5. Und jetzt erklärt's mir mal, Jungs, warum wir den halben Berg da noch stehen haben. Ich gehe jetzt in die Mine. Was? Du gehst freiwillig in die Mine? Ja, sterben. Wollte ich gerade sagen, er wird entweder nie mehr rausfinden, weil es mittlerweile so verzweigt ist, das Ding. Wie geh jetzt? Ein Suizid. Ich warte dann oben am Bett und begrüße dich mit WB, wenn du am Bett auftauchst. Sag mal schauen, wer mich dieses Mal erschlagt. Erstens haben wir kein Nitrat mehr, na, was wer? Ich bräuchte. Keiner. Keiner, schade. Der hat schade gesagt. Mhm. Ich meinte, das war für Anubis, dass er kein Nitrat mehr hat. Das fand ich echt bedauerlich und das tat er mir leid. Ja. Und das wer soll dir das Märchen glauben? Anubis? Vergiss es. Oh. Da hilft doch keiner. Na gut. Wir haben es gleich. Und wie schön, was das für eine schöne Ebene hier wird. Könnten wir ja einen Golfplatz für Zombies eröffnen? Oh ja. Nur wieder vom Thema ab. Im Endeffekt machen wir das doch, oder? Wir spielen dort Golf mit den Zombies. Dann hätte ich aber auch so ein schönes Golfkart. Hast du doch. Müssen wir so zwei Minibikes aneinander schrauben irgendwie. Ja, wäre eine Idee. Boah, das wäre doch auch cool. So ein Golfkart bauen können oder halt ein richtiges Quad. Soll das eigentlich nicht kommen? Könnte sein. Die Alpha 15 ist ja sowieso in der Mache gerade, ne? Die wird so langsam in den letzten Zügen sein, wenn diese Folge hier kommt, glaube ich. Hoffentlich. Das sollen ja die Händler und sowas kommen. Eben, die Händler, die Banditen vor allen Dingen auch, also die Raider. Und bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe aber, dass man nicht unbedingt einen neuen Spielstand anfangen muss. Ach naja, ich mal gucken, wie weit wir bis dahin sind. Also ich hätte ja nichts dagegen. Wir haben ja das Hotel uns ausgeguckt in einer der letzten Folgen. Ne? Also. Eben. Ja, aber wir würden dann halt wieder komplett von vorne anfangen. Ja, auch wäre doch nicht schlimm. Also wenn wir nehmen uns ja dann ein bestehendes Haus und ja. Ja, also müssen wir mal gucken. Also wenn jetzt viele Neuerungen sind, dass man sagt, das wird auch von Anfang an, weißt du, ich stelle mir das halt auch sehr spannend vor, wenn du als noch ziemlich schlecht ausgerüsteter tatsächlich so Raidern gegenüberstehst. Okay. Und von daher, ich hätte da überhaupt kein Problem mit neu anzufangen. Wie gesagt, vorausgesetzt sind viele neue Inhalte, vielleicht auch Kartenerweiterungen. Die soll es ja auch geben. Die Karte größer wird, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Grafisch soll ich auch noch ein bisschen was getan haben, die Distant Field Objects, also die entfernten Objekte sollen ein bisschen detaillierter und schöner aussehen. So, mal gucken. Klingt auf jeden Fall interessant. Spannend. Ja, vor allem finde ich es auch schön von den Entwicklern, dass die immer so ein paar Previews geben. So Videos, wie es bereits aussieht. Weißt du, machen die auch Entwickler-Streams? Das machen ja einige andere Studios. Hier weiß ich es jetzt gerade nicht. Ja keiner. Wäre mir bisher auch nicht bekannt. Ja.
Aber auf jeden Fall regelmäßige Previews, Screenshots, man wird geteasert ohne Ende. Naja, macht halt neugierig. Ja, soll's ja auch. Der Berg jetzt endlich weg. Fast. Beinahe. So, soll ich wieder aufschütten? Was? Den Berg. Damit wir nochmal neu anfangen können, weil wir wissen jetzt gar nicht mehr, was wir tun sollen, wenn der weg ist. Wenn ich dir für jedes Klötzchen Erde eins mit der Schaufel überbraten darf. Uiuiuiui. Jetzt geht er aber ab. Naja, es war ein bisschen. Aber ich hab's noch rausgeschafft, so. Hast du kurz aufgestöhnt, also ein bisschen was abgekriegt hast du, gell? Ja, ein bisschen. Aber wie gesagt, ich war rechtzeitig draußen. Warst du nicht, doch nicht, ist doch langweilig, wenn man weit weggeht. Wir müssen da Zombie-Fallen zu bauen. Ja, das geht doch bestimmt auch, oder? Wenn man da kreativ ist, dass man so eine Art, dass man müsste mal so schauen, wann es zusammenbricht, sowas. Und dann baut man was auf. Man kann ja zum Beispiel so einen Holzpfosten bauen und obendrauf so ein riesen Dach, mehr oder weniger. Und an diesen Holzpfosten macht man eine Sprengvorrichtung und die jagt man dann in die Luft, wenn die Zombie-Horde drunter steht. Du weißt aber, wie schnell die Zombie-Horde nachts ist. Ja, das musst du halt gleich mit sprengen und so. Also einen Pfosten haben wir doch hier schon rumlaufen vorher. Also. Ein Vollpfosten, ja, der ist in der Mine. Gar nicht wahr. So. Buddel. Noch Reste, kleckliche. Hab ich den jetzt schon? Zweite Schaufel hatte auch schon bessere Tage. Meine hat auch nur noch ein bisschen weniger als Hälfte. Aber ich habe, obwohl es gar nicht so viel, gerade mal 1300 Erde. Ja gut, das meiste fällt ja runter und ist ja, das nimmt stimmt. Ja nicht so auf. Ne, also. Was hier jetzt runtergekracht ist, ist irgendwie dieses Mal fast alles aufgetürmt. Nee, das ist nur kleiner Teil. Ja, klar, aber diesmal ist viel, was hier rumliegt. Licht kannst abdrehen, cool, das ist hell genug. Echt? Nee. Das ist mir zu dunkel. Hammer, 8 Uhr. Wir laufen auf die Nacht zu jetzt. Also in der nächsten Folge ist es soweit auf jeden Fall. 8 Uhr morgens. Ja, ich weiß, aber in der nächsten Folge ist es soweit. Also, achso, ja, das ist schon. Ne, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir 28 Minuten, ja, eigentlich. Obwohl in der nächsten Folge. Übernächste Folge. Übernächste Folge. Eieiei. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt gerade schon wieder tatsächlich 28 Minuten lang. Aber es macht ja so Spaß, oder? So, und auf diese Art und Weise, finde ich, macht es Spaß, ja. Es ist auch so spannend. Man weiß nie, was nach der nächsten Schaufel kommt. Genau. Den trifft es als nächsten. Nicht so weiter buddelt mich. Wahrscheinlich treffen wir gleich auch, wenn du bist. Huch! Das war ich. Was warst du nicht? Ich hab den Berg erschossen. Er hat es verdient. Er hat dich getötet. Bäume, er schießt Berge, ja und? Ich hoffe, nee, er ist auch tot, damit er sich nicht beschweren kann. So, komm. Einmal noch. Einmal noch einstürzen. Dann können wir hier die Folge beenden. Stürz ein! Du Sau! Nein, das ist ein Berg. Achso. Stürzt nichts ein. Mag nicht mehr. Das ist der Vorführeffekt.
Absolut. Na komm schon! Er stürzt! Yay! Lohnt sich mal wieder. Mhm. Geil. Möchte ich wissen, was ihr da oben treibt? Das hat jetzt auch echt lang gedauert, bis der runterkam. So. Das hat sich gelohnt. Schön für den Endscreen. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.